Jetzt ist meine Katze mit dabei. Also wir machen kein Katzenvideo, aber schau mal in die Kamera. Ja? Ruby, schau mal in die Kamera. Du musst ja schon schauen, da. Hallo und willkommen, Lika. Heute machen wir den zweiten Teil von Styropor. Schmelzen. Recycling. Genau. Und ja. So, aber wir haben ja das, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja das Styropor in Aceton aufgelöst, dann gut umgerührt. Letztes Video? Genau, im letzten Video. Wir können das euch da oben da verlinken. Und dann haben wir. Nachdem das Video quasi, das haben wir dann reingegossen in diese Form hier und haben dann das restliche Aceton wieder zurückgeleert. Das ist unterm Strich haben wir gar nicht so viel Aceton verbraucht. Wir haben vielleicht 200 ml Aceton verbraucht. Und dann haben wir das jetzt eine Woche am Herd trocknen lassen. Das Lustige ist jetzt, naja, so auf der Heizung halt auch draufgeschüttet. Wir haben schon rausgeholt einmal. Genau, also da war es drinnen, das ist schon rausgekommen. Man muss es rausnehmen nach ein paar Tagen, damit es auch auf der Rückseite trocknet. Weil das Aceton natürlich ist immer noch Aceton. Ja, und es ist aber, hol mal her. Das ist knochenhart, das drum, gell? Nicht knochenhart, aber... Aber es ist hart, ja? Ja, härter ist... Es hat ziemlich harte Oberfläche. Und hier sieht man auch so ganz leicht glitzern, weil das so... Es sind immer noch Blasen, ja? Es sind sehr viele Blasen da drinnen. Vorne auch. Wir müssen das vielleicht einmal probieren mit einem Vakuum im Hintergrund, dass wir das quasi in ein Vakuum reintun. Ich habe eh so einen Vakuumkessel. Wenn es im Sommer ein bisschen wärmer ist, also wenn es im Frühjahr dann ein bisschen wärmer ist, werden wir das vielleicht einmal mit einem Vakuum abprobieren. Weil vielleicht schaffen wir es dann, das die Luft rauszuziehen aus dem Ganzen, damit es eine homogenere Masse ergibt. Aber das die Frage ist voll ist jetzt, schön, da sind so Blasen drin. Ja, die Frage ist nur, was kann man jetzt damit machen? Was könnte man damit jetzt anstellen? Ich meine, wenn es flüssig ist, kann man das wunderbar verwenden im Badezimmer, wenn man irgendwas abdichten will oder in der Küche, ist das natürlich eine super ideale Lösung, weil das saugt sich richtig in diesen in Beton und in die Ziegeln rein. Und trocknet wirklich super hart ab und ist dicht und alles, also formbar ganz leicht. Und man kann es einfach so lange rühren, bis es die Konsistenz hat, wo man sagt, jetzt kann ich damit arbeiten, dann Plastikhandschuhe anziehen und das dorthin schmieren, wo man es haben will. Man kann das wunderbar auch, wenn man es einfach nur so aufgießt. Ja, und man kann, wenn man es so aufgießt, richtig, man kann das auch als Isoliermaterial verwenden, wahrscheinlich. Ich habe gerade drauf Aber was könnte man damit jetzt machen? Zu was könnte man das zuschneiden? Oder? Zum Beispiel zu einem Untertopf. Ja, und Untersetzer, ja. Untersetzer. Aber dann braucht man runde Formen. Da müssen wir mal schauen. Das machen wir mal in einem anderen Video. Da werden wir runde Formen verwenden. Und die werden wir dann im Vakuum vielleicht ein bisschen ausgießen. Oder, schau wie das... Klar, das zerbricht richtig, diese Luftblasen da. Ist das lustig? Das ist echt lustig. Schaut, hört ihr die Geräusche? Das ist ein Wahnsinn. Ja. Natürlich hört ihr die. Ja, hoffentlich. Das Mikro wird das hoffentlich aufzeichnen. Aber, ja, blöd bin ich. Aber es ist echt ein tolles Material. Und man kann, glaube ich... Hier hinten sind so schöne Blasen. Da drunter. Das wir müssen uns so nur wirklich cool überlegen, was wir damit machen. Weil man kann es sicher leicht sägen. Schneiden mit dem Messer geht sicher nicht. Also Buttermesser oder dergleichen geht sicher nicht. Das ist relativ hart. Also widerspannsfähig beim Schneiden. Das schaut hier so aus, als ob da ein Loch wäre, aber... Ist ja, das ist ja Luftblasen. Nein, das schaut so aus, als ob da ein durchgehendes Loch wäre. Ist das keins? Schaut für mich so hier aus. Ja, und ist das kein durchgehendes Nein. Loch? Nein. Nicht? Da ist hinter noch, vielleicht sieht man das in der Kamera, nicht aber... Nicht zu nahe, ja, genau, ja, ja, das ist hier, auch so, ja, glaube ich. Da ist noch so, ich komme noch nicht durch. Mhm. Hast du irgendwas zum Schneiden da? Oder zum Sägen? Scheren habe ich. Probier's mal mit der Schere zum Schneiden. Ein Messer hast du kannst da, gell? Nein. Und? Nein. Nein, verletzt dich bitte nicht. Okay. Gut, also die Schere kann einmal nichts dagegen ausrichten. Warte kurz, aber ich glaub, bleib kurz mal hier. Okay, meine Hub- und Pendelsäge kann da, glaube ich, auf jeden Fall schneiden damit. Ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt. Was ist, wenn man das rund so für ein Glas als Form verkehrt aufstellt und das dann drüber leert und dann hart werden lässt, dann vom Glas runter tut, dann hat man einen, weil ich glaube, dass das gut isoliert, die Temperatur. Das heißt, wenn man einen heißen Tee nimmt
und man würde einen heißen Tee trinken, dann kann man das Glas gar nicht halten, weil das Tee so heiß ist. Aber wenn das so ein Schaumbecher rundherum wäre, den man das einfach reinstecken kann und zu dem formt, dann kann man den halten. Und das isoliert sicher so gut, dass wenn es da herüben 100 Grad hat vom kochenden Wasser, dass du das da herüben angreifen kannst. Also das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Mhm. Hey, hast du dein Schnitzmesser? Schnitzmesser, cool, geholt. Aus der Schule. Ja, also das Open ist auf. Ganz ein offizielles Messer, ne? Nee, das ist nicht aus der Schule. Ist nicht das Messer aus der Schule, das ihr zum Schnitzen doch verwendet? Aber das gehört mir. Ja, ja, schon, aber es ist ein Messer, das ihr in der Schule zum Schnitzen verwendet, ne? Genau. Ich benutze das. Du benutzt das. Andere benutzen andere Messer, ist klar, weil das ist ja dein Messer. Nein, es gibt auch Messer in der Schule. Das da habe ich zum Geburtstag bekommen. Ah, das hast du zum Geburtstag bekommen. Von mir? Nein, von der Mama, von oder? Von meiner Mama. Genau. Schau. Na, also mit dem Messer riecht man mal nichts aus. Doch ein bisschen, aber ja, nicht. Also das ist ja quasi messersicher. Mit Holz kann man es gut. Also Holz kann man damit schnitzen. Gut schnitzen. Doch ein bisschen geht's. Lass okay, das geht auch, aber das ist eher porös. Das spricht eher weg, gell? Das ja. Messer, hast du das gesehen? Also Sägen, glaube ich, ist das Gescheitere. Mhm. Weil mein Messer, das bricht weg und bröselt weg. Das ist aber echt eine tolle Struktur. Ich probiere es mal zu brechen. Ah ja, brechen kann man es auch. Das ist immer noch nicht ganz durchgetrocknet. Aber jetzt haben wir das so gebrochen in so... Oh mein Gott, das schaut so arg aus. Es gibt jetzt auch so mini kleine Teile. So. Da haben wir nur so ein Teil runtergebrochen. Also brechen tut es aber natürlich nicht schön. Aber ja, du hast recht, also wenn man das jetzt zuschneidet, schön auf einer Säge, auf einer Dekupiersäge zum Beispiel, Dekupiersäge, so heißt es drum. Wenn man das auf einer Dekupiersäge schön zuschneidet, okay, das ist jetzt natürlich nicht gerade, weil ich aus der Form das relativ früh rausgenommen habe und dadurch das nicht wirklich glatt trocknen hat können und jetzt ist das Ganze relativ bugert. Wenn man da was draufstellt, schaut das natürlich dementsprechend blöd aus. Aber man könnte, wenn man das in eine richtige Form gießt, wirklich tolle Untersätze mitmachen. Da verbrennt man auch nichts. Wobei, ich bin mir nicht sicher, wenn heißen Topf, wenn ich da draufstehe, ob das nicht dann schmützt. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Das werde ich ausprobieren und werde es dann sagen. Ja. Wir werden wahrscheinlich ein drittes Video machen, wo wir dann noch einmal Styropor schmelzen. Und wo wir dann einfach mit ein paar Formen und ein paar Ideen kommen. Wenn ihr Ideen habt, was wir machen könnten mit dem, schreibt es unten in die Kommentare. Oder irgendeine andere Idee, was wir auch mal ausprobieren. Ja, natürlich auch andere Ideen, die ihr wollt, dass wir zwar miteinander ausprobieren oder die Lika alleine macht. Aber wenn ihr Ideen habt, verwendet die Kommentare unten. Oder das wäre toll. Einen, weil dann können wir es nämlich lesen. Ja, genau. Wenn ihr das unten reinschreibt, wir können es dann lesen und wir können es dann auch machen. Ja, wenn ihr euch das nur denkt. Gedanken lesen ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Also es funktioniert schwierig, nicht. Ja, genau. Schwierig. Schwierig. Ja, deutschen Sprache, schwierige Sprache. Ja, okay, gut. Deutsche damit Sprache, würde ich sagen, danke Sprache fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, was gibt es nächste Woche für Video? Weißt du das schon, was da gibt? Ja, weiß ich. Da bauen wir den Strickmaxel, oder? Ein Strickmaxel. Ja. Wisst ihr, was ein Strickmaxel ist? Nicht? Gut. Dann schaut mal nach, was das ist. Im nächsten Video, nächste Woche, dann mal auf jeden Fall einen Strickmaxel basteln. Eine ganz eine tolle Sache, super einfach zum selber basteln. Kann jedes Kind mit Papa oder mit Mama Unterstützung kann das in einer ganz kurzen Zeit bauen. Es gibt naja, keine. Es braucht Kleber und das ist. Man braucht auch ein bisschen Zeit. Kleber und ein bisschen Zeit, ja, aber das ist in 0, nichts baut und nichts, was man irgendwie super tolle Geräte braucht. Und dann ja, kann man auch zum Beispiel einen Schal da machen. Oder eine Haube stricken. Und das zeigt, nein, Haube kann man nicht machen. Kann man nicht damit machen? Echt? Nein. Ja, schade. Ich habe glaubt, man kann auch Hauben auch damit machen. Bin ich traurig. Aber ein dickes Stirnband kann man sicher machen. Ein dickes Stirnband, okay. Also, das können wir ja dann ja auch herzeigen, was man mag. Okay, also dann. Tschüss. Tschüss, Baba. Tschüss. Fantastisch.